Hi und herzlich willkommen zum letzten Teil von Tobi on Tour. Heute bin ich wieder für euch auf der Pfingstwiese beim Aufbau für Deutschlands größte Après-Ski-Kultparty. Heute Abend um 18 Uhr geht's hier los. Und hinter mir, da bauen die Kollegen vom ASB gerade schon die Rettungszelte auf. Wir wollen ja, dass auch alles sicher ist. Und damit ihr wisst, wie weit der Bauvorschritt momentan schon ist, wie der aktuelle Stand der Dinge ist, ja, da schauen wir jetzt einfach gleich mal direkt ins Zelt rein. Es ist nach wie vor ganz schön laut hier im Deutschlands größte Après-Ski-Kult-Party-Zelt. Wie ihr gesehen habt, momentan wird gerade der Ton auf der Bühne aufgebaut. Im Hintergrund kann man die Bühne schon sehr, sehr gut erkennen. Und da werden nachher die Stars von Mallorca und von den Alpen auftreten. Und wir gehen jetzt einfach mal ein paar Meter entlang an der längsten Theke, die jemals hier in Bad Kreuznach gestanden hat. Es wird ein Riesenspaß heute Abend. Kommt einfach mit. Ja, im letzten Jahr gab es ja so ein paar Schwierigkeiten mit der Getränkeversorgung. Auch wir von Deutschlands größter Après-Ski-Kultparty und der Antenne haben daraus gelernt und haben sie einfach mal aufgebaut. Die längste Theke bei uns in der Region. Ja, und hier an diesen über 100 Metern könnt ihr dann erst zur Bonkasse gehen und hinterher eure Getränke holen. Eins darf auf Deutschlands größter Après-Ski-Kultparty natürlich nicht fehlen und das ist der amtliche Sound. Die Jungs von BM Event Service, die haben hier die Bühne aufgebaut oder sind vielmehr gerade noch dabei. Und ich bin hier bei Mario, das ist einer der Aufbauer hier auf Deutschlands größter Après-Ski-Kultparty. Mario, wie viel Kilometer Kabel zum Beispiel habt ihr hier so verlegt und was habt ihr alles an Equipment? Unser Equipment, wir verbauen hier 30.000 Watt Soundanlage. Wir haben ca. 2 Kilometer Kabel dabei und 4 Tonnen Material. Und du meinst, es wird sehr laut? Auf jeden Fall, das hoffe ich. Das ist unser Job. Danke dir. Selbst auf den letzten Plätzen, ganz hinten auf der anderen Seite des größten Zeltes, das auch hier jemals auf der Pfingstwiese gestanden hat, wird man also noch richtig amtlichen Après-Ski-Sound hören. Und ja, ich wünsche euch einfach nur noch viel, viel Spaß heute Abend. Und jetzt schauen wir uns das Gelände von außen einfach noch mal ein bisschen an. Wo 4.500 Menschen miteinander eine riesengroße Party feiern wollen, da muss Sicherheit ganz groß geschrieben werden. Wir von der Antenne kennen uns zwar mit Musik aus und mit den Nachrichten aus der Region, aber wenn es ums Thema Sicherheit und Gesundheit geht, da gibt es die Profis vom ASB. Neben mir ist Lars, der Einsatzleiter für heute Abend. Lars, wie gut seid ihr vorbereitet? Was habt ihr alles mitgebracht an Equipment und ja, auf was alles seid ihr vorbereitet? Also wir haben insgesamt im Personal 25 Leute heute vorhanden, die im Einsatz sein werden. Ich denke, die Stoßzeit wird so ab 22 Uhr wird es dann richtig losgehen hier auch. Auch bei uns im Zelt geht es richtig heiß zu. Wir haben einen Rettungswagen vor Ort und zwei Krankenwagen und jede Menge an Materialien, die wir diesen Abend verbrauchen werden. Es gibt ja bestimmte Krankheitsbilder, die wir hier behandeln werden, zum Beispiel, dass sich ein paar Leute zu viel Alkohol hinter die Würde kippen, aber da sind wir gut gerüstet auf jeden Fall für den Abend. Genug Spucknäpfe mit dabei, also beim ASB hier in Bad Kreuznach. Ihr seht, es ist absolut sicher heute Abend. Die Jungs vom ASB werden sich darum kümmern. In der Halle oder im Zelt, da waren wir auch schon. 30.000 Watt gibt es auf die Ohren. Heute Abend kann es also richtig viel Spaß machen und ich hoffe, ihr schaut nachher alle noch vorbei. Die günstigsten Karten übrigens bei uns im Funkhaus am Ticketcounter an 19 Euro. Da seid ihr dabei. Dankeschön. Alles klar.